Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen im Namen einmal der Globale des Literaturfestivals hier in Bremen und auf der anderen Seite des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Und dieses Bundesinstitut befindet sich in Oldenburg, also ganz in der Nähe, und das ist eine Kooperation zwischen der Globale und dem Bundesinstitut. Also ich freue mich auch sehr, Noemi, dass du jetzt den Weg hier nach Bremen gefunden hast und sehr herzlich gerne. Willkommen. In Bremen, du bist ja oft in Deutschland, aber vielleicht das erste Mal in Bremen? Mhm. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Ja, also ich möchte jetzt erstmal Noemi Kiesch kurz vorstellen. Also sie ist vielleicht auch schon bekannt, denn sie hat schon zahlreiche Bücher eben auf Deutsch veröffentlicht. Einige sehen Sie hier, aber es gibt noch mehr. Und ja, sie gehört schon wirklich zu den bekanntesten weiblichen, also Autorinnen der Gegenwartsliteratur, der ungarischen Gegenwartsliteratur. Da ist sie eine mächtige Stimme, sie tritt auch im deutschsprachigen Feuilleton auf. Also immer wieder schreibt sie Essays, zum Beispiel für die Zeit. Und da wird auch sehr deutlich ihre sozialkritische Perspektive auf Ungarn, aber auch auf Europa. Sie hat, ihre Texte sind übersetzt zum Teil, also nicht alle, aber wirklich viele sind übersetzt von der ungarischen, von der Übersetzerin aus dem Ungarischen, Eva Sador. Und darin reden wir vielleicht nachher auch nochmal drüber, also über diese Übersetzungsleistung. Noemi Kiesch ist keine Unbekannte mehr, aber vielleicht kann ich kurz sagen, also was ihre Erzähltexte, sie schreibt auch Essays, aber ihre Erzähltexte vielleicht ausmacht, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass sie sich Erfahrungsräumen zuwendet, die entweder tabuisiert sind oder marginalisiert. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Also sie ist eine mutige Autorin, die sich mit Themen beschäftigt, die nicht jeder oder jede angeht. Und welche sind das zum Beispiel? In einem Reisebuch, das sie geschrieben hat, das heißt Schäbiges Schmuckkästchen, da hat sie sich mit Reisen in den Osten Europas beschäftigt, also in Gebiete gegangen, die vielleicht weniger aufgesucht werden, Vojvodina oder Siebenbürgen als Beispiel. Dann hat sie in zwei Büchern, das eine ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, Zwillingsmutter könnte man das vielleicht übersetzen, und mit dem Roman Dürre Engel, den habe ich auch hier mitgebracht, hat sie sich dem Thema Mutterschaft zugewendet, aber mit allen, sage ich mal, Facetten dieses Themas, beispielsweise künstlicher Befruchtung, aber auch ungewollte Kinderlosigkeit. Diese Themen ist sie angegangen, zum Beispiel in diesem Roman. Ihr zuletzt erschienenes Buch, Bolaton, ja, das soll heute Thema sein, das ist ja jetzt in diesem Jahr auf Deutsch erschienen. Und inwiefern das ein Buch ist, das sich auch mit marginalisierten und tabuisierten Themen beschäftigt, das können wir nachher dann im Gespräch ausloten oder angehen. Vielleicht ist die These auch falsch, dass du genau sowas machst, aber meines Erachtens ist das so. Ja, also sie hat auch schon Widerhall gefunden in der Literaturwissenschaft. Ich habe ein Buch mitgebracht, wo Noemi Kiesch immerhin in zwei Aufsätzen analysiert wird. Das hat einen englischsprachigen und einen deutschsprachigen Titel und passt auch ganz gut zu ihrem Schreiben. Das Buch heißt Feminist Circulations Between East and West, feministische Zirkulation zwischen Ost und West. Und ich finde, da passt sie auch gut rein. Kein Zufall, dass sie mit zwei Beiträgen auch thematisiert wird oder in zwei Beiträgen thematisiert wird. Denn sie ist auch eine feministische Autorin, wie ich finde. Ja, ja. Kann man sagen. So ist es. Ich bin stolz darauf. Genau. In Ungarn ist es nicht selbstverständlich. Also es ist immer noch sehr kritisch angesehen. Aber ich finde das auch toll, dass man das auch sagen kann. Und ja, ich bin eben befreundet mit diesem Wort. Genau, eben. Also das weiß ich auch. Deswegen sage ich das auch ganz bewusst. Das ist auch etwas, was dein Werk spannend macht, dass du eben ein feministisches Schreiben hier versuchst oder prägst. Ja. Ja, es soll um das Buch gehen, Bolaton, und vielleicht, bevor wir über das Buch allgemein sprechen, erstmal das Wort, das Buch beginnt mit einem interessanten Satz, und auf diesen Satz wollte ich dich jetzt mal am Anfang ansprechen, nämlich der Satz lautet: Mit der DDR verschwand auch der Bolaton. Dieser Satz ist seltsam, finde ich. Er macht mich neugierig und sicher auch jeden anderen Leser, jede andere Leserin, weil man kann sich ja fragen, wieso, der Bolaton ist doch noch da. Der ist ja nicht verschwunden. Also wie hast du das gemeint? Im sprachlichen Sinne ist es eigentlich eine Übersetzungsfrage. Also ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich, weil
Ich glaube, Balaton versteht man, aber das heißt eigentlich Plattensee auf Deutsch. Und wir haben auch überlegt, mit der Übersetzerin so ein bisschen diskutiert, wie man diesen Titel, ob man das übersetzt oder nicht. Aber ich glaube, dass gerade das Spielerische ist daran, dass dieses Balaton ist gerade deshalb so bekannt, weil in den 80er Jahren auch ein wichtiges Urlaubort gewesen ist, sowohl für westdeutsche Urlauber als auch für ostdeutsche Urlauber. Und es gab Grenze und es war nicht so einfach zu reisen. Ich glaube, also ich hatte auch eine Diskussion mit einem deutschen Autor und er sagte, es war auch nicht so für den westdeutschen Familien, dass sie reisen. Also das war nicht so die Welt wie heute, dass man überall einfach reist. Und dass dieses eingesperrte Ostblock, was war auch eigentlich, man kann das nicht ganz dagegen setzen, was man in Westeuropa erlebt hat. Also man hat auch eigentlich innerhalb des Landes gereist und das war auch eine ganz andere Welt. Und ich wollte für diese Welt auch eine Stimme geben, weil das ist auch meine Kindheit, meine Großeltern, die dort ein Haus hatten. Und mein Vater hat auch in der DDR gearbeitet, in Jena, in den Ende der 60er Jahre. Und er hatte auch sehr viele Gäste immer gehabt. Also das war mein erster Bezug zu Deutschland. Und ich habe auch damals angefangen, Deutsch zu lernen, weil ich auch mit diesen Kindern aus Deutschland auch spielen wollte. Und ich wollte auch ein Erinnerungsbuch für diese Zeit einfach auf den Tisch legen. Aber es sieht so aus wie ein Sommerurlaubsbuch. Auch in der ungarischen Version, ne? Ja, sogar mehr. Hast du die gerade, ja? Mhm. Das ist eigentlich ein Design von einem Zucker. Also das ist eine Zucker zu Kaffee. Das war so eine Dose. Das ist dieses Balaton-Design aus den 80er Jahren. Und das wurde dann so entworfen, auch als bisschen ironische, aber auch einheimische. Also man hat immer ein sehr positives Gefühl, dieses Wort Balaton, weil das ist unser Urlaub und das ist der See und das ist eine wunderschöne Landschaft, eine sehr naturnahe Landschaft und eine Freiheit für Kinder, weil der See ist nicht so tief. Aber ich wollte gerade das Gegenteil eigentlich in diesem Buch so ein bisschen aufnehmen, also wie tragisch auch dieser See sein kann und welche menschliche Tragödien eigentlich in diesem Urlaub stattfinden, auch mit Familien, die so ganz dicht dann miteinander sind und was passiert dann eigentlich in einer Familie, wenn man so Urlaub macht, weil nicht alle Urlaub ist schön und es gibt viele Scheidungen und es gibt viele Probleme, man wird auch krank oder es gibt auch andere Dinge und ich wollte so ein bisschen diese Kehrseite auch aus meiner eigenen Familie, aber auch Menschen, die unsere Nachbarn waren und die ich seit Kindheit kannte und die ich heute auch kenne und was aus diesen Menschen geworden ist, wollte ich eigentlich so das alles aufnehmen. Mhm. Und dadurch ist es vielleicht auch ein privatsoziologisches Buch geworden. Ja. Ist sehr schnell übersetzt, ganz viel. Also das ist erschienen in Ungarn und in einem Jahr in Deutschland, weil der Verlag dachte, das ist es hat sofort eine positive Lektorat bekommen. Ja. Also ich bin sehr glücklich damit. Ja, wir auch. Also, natürlich, also klar, das ist, du hast jetzt schon ganz viel über dein Buch gesagt, also diese soziologische Stimme, die du erhebst und diese Kehrseite, alles hätte ich auch, finde ich auch ganz richtig. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Buch. Mhm. Also jetzt der erste Satz, den kennen wir jetzt schon. Und machst du jetzt einfach weiter? Allerdings, ich habe mit Noemi überlegt, Noemi ist ja keine Germanistin, sie ist ungarische Schriftstellerin, aber dafür spricht sie wahnsinnig gut Deutsch. Das liegt auch daran, dass sie als Literaturwissenschaftlerin, um das kurz noch einzufügen, als Literaturwissenschaftlerin teilweise auch in Deutschland studiert hat. Du hast ja über Paul Celan promoviert. Ja, aber auf Ungarisch, also ja, auf seine ungarische Rezeption. Aber dennoch, also es ist Wahnsinn, wie gut du Deutsch kannst. Sonst könnten wir diese Veranstaltung ja gar nicht durchführen. Also das ist wirklich, auch daran liegt es. Also du bist auch eine mehrsprachige Autorin und deswegen ganz passend hier auf der Globale, finde ich. Ich habe auch schon ein oder zwei Texte für die Zeit selber auf Deutsch geschrieben, aber das wurde immer lektoriert. Aber ich habe das Versuch gemacht, aber ich schreibe, also Literatur kann ich nur auf meine Muttersprache. Aber ich hatte so viele Lesungen gehabt in Deutschland und ich bin sehr glücklich damit. Dadurch habe ich das gelernt und ich habe sehr viel deutsche Literatur gelesen im Original. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, diese Sprache, weil ich war immer sehr begeistert für deutsche Literatur, auch Kultur. Mhm. Was mich immer fasziniert, warum? Weil es diese DDR gab. Weil Deutschland ist auch ein Spiegel für uns Ungarn, dass dieses
dass dieses Zwei-Deutschland gab und dass der Ungarn hat auch eine Geschichte mit Österreich, aber auch diese sozialistische Geschichte und das zirkuliert. Und vielleicht weiß man das nicht, dass die deutsche Literatur auch sehr wichtig ist in Ungarn. Es war immer sehr wichtig im 20. Jahrhundert und ich glaube, heute ist es immer noch sehr wichtig. Also auch was man hier über Ungarn redet und wie deutsche Literatur über Ungarn spricht, das ist immer sehr wichtig, das wird immer diskutiert. Also wir haben auch, ich könnte jetzt das Umgekehrte auch sagen, die ungarische Literatur ist auch in Deutschland wichtig, wir haben, also das weißt du ja auch, deswegen, also wir sind auch, glaube ich, wir haben da ein ganz gutes Interesse aneinander, eigentlich. Ja, das ist sehr schön. Das ist schön, eben, das können wir auch mal positiv hervorheben. Ja. Ja, also das heißt, Noemi wird jetzt am Anfang immer bei den Passagen, die gelesen werden, wird Noemi am Anfang kurz auf Ungarisch lesen, ein, zwei Sätze oder drei. Ja, nur am Anfang. Nur am Anfang. Gesagt, ja, okay. Und dann wird sie das wiederholen auf Deutsch und ich werde die Passage dann aber auf Deutsch zu Ende lesen. So ist der Gedanke. Danke. Honecker papucsok. Az NDK-val együtt tűnt el a Balaton. Az augusztusi vihar elfújta a strandunk forró lángosának szagát. A felhők, akár tépet szélű fehér papírszalvéták ültek a hullámzó víz fölött. Minden vad volt, és húsba vágóan mulandó. Mikor elhallgatott a mennydörgés, az eső elállt. Átmentünk a vasúton, és elhagytuk a balatoni sorompót a szüleimmel. Fedezékbe vonultunk a városba. Senki sem kíváncsi a nyárvégi fagyos hideg tóra. Arra a pillanatra, amikor a tó szürkévé válik, a süvítő szél pedig szétfütyüli a parti köveket. Ja, Honecker-Latschen, so nennt sich die erste Erzählung. Mit der DDR verschwand auch der Balaton. Das Augustgewitter blies den Geruch des heißen Langosch von unserem Strand fort. Die Wolken hockten wie ausgefranste weiße Papierservietten über dem wogenden Wasser. Alles war wild und so verdammt vergänglich. Als das Donnern vorbei war, hörte es auch auf zu regnen. Meine Eltern und ich gingen über die Gleise und ließen die Schranke am Balaton hinter uns. Wir zogen uns in die Deckung, in die Stadt zurück. Wen interessierte schon der kalte See am Sommerende, der Augenblick, in dem der Balaton grau wurde und der heulende Wind die Kiesel am Ufer in alle Himmelsrichtungen trieb. Das Ufer war menschenleer. Niemand lag auf seiner zerschlissenen Decke unter der Trauerweide mit Sonnenbrand und sich am Rücken schälender Haut. Der Liegestuhl aus Kunststoff war leer, das Eisenrohr am Steg eiskalt. Verschwunden waren die auf dem Rasen aufgespannten Leinenzelte, in den Reifenspuren der Wohnwagen sammelte sich der Schlamm. Ein paar gelbe Badelatschen lagen am Strandzugang. Ich ahnte, wer sie dort zurückgelassen hatte. Der Balaton meiner Fantasie zog für den Winter in unser Kinderzimmer ein und wir konnten es kaum erwarten, dass es wieder Sommer wurde. Ich mochte den See nicht nur, weil wir dort badeten, uns im Schlamm suhlten und Köderfische fingen, sondern auch, weil ich endlich deutsche Mädchen treffen konnte. Das deutsche Mädchen kam mit einem Wartburg oder Trabi. Seine Eltern schauten Fußball und sie aßen Unmengen an Melonen. Auf ihren Dachgepäckträger waren 5 Kilo Kartoffeln geschnallt. Immer und überall hatten sie belegte Brote dabei. Sogar für die Toilette waren ihnen die paar Forint so schade, die sie für ihre Mark bekommen hatten. Die Ostdeutschen fuhren frühmorgens zum Pullovermarkt nach Kiliti, wohin uns keine 10 Pferde brachten. Im Laufe der 80er Jahre wurden es immer mehr. In Massen belagerten sie die Ferienhäuser und die Datschen. Sie wohnten in Schuppen, übernachteten im Schlafsack auf dem Steg oder erjammerten sich ein Zimmer in einem Ferienheim der Gewerkschaft. Sie lagen auf karierten Wolldecken, ihre geklebte, rissige Luftmatratze, von der wir stundenlang ins Wasser sprangen, leuchtete von Weitem. Ständig hatte sie ein Loch, dann flickten wir sie, doch schon kam ein neues zum Vorschein. Wir wetzten sie vollkommen durch. Sie schwammen in Trainingshosen, in Turnhemden und Turnhosen, weil sie einen Sonnenbrand hatten. Meine Mutter schmierte ihnen den Rücken mit saurer Sahne ein. Ein anderes Mal nackt, weil sich die deutschen Mädchen im Gegensatz zu uns überall auszogen. Sie schämten sich nicht, verstanden auch gar nicht, warum wir im Sommer so viel Kleidung trugen.
Stundenlang saßen sie ohne Bikini auf einem Ast oder spuckten am Fuße eines Baumes Melonenkerne aus. Sie waren fremd, sonderbar, manchmal auch beängstigend, dennoch bewirtete sie jeder gern. Mein Vater erklärte immer, das sei wegen des Krieges so, wovon ich zwar kein Wort verstand, aber ich hörte ihm gern zu. Die Deutschen aßen im letzten Jahr schon kein Fleisch mehr, auch Brot kaum. Sie sagten, wenn der Herbst da wäre, würden sie nach Wien flüchten. Dieses Herumalbern, das bei uns des Sommers im Garten ablief, oder das Abholen der Blutegel im Uferschlamm, das reichte ihnen nicht. Für sie war die westliche Welt die Freiheit, und die Freiheit lebte dort, jenseits des eisernen Vorhangs. Sie sparten die ganzen Ferien hindurch, sie wurden klapperdürr, damit sie auf der anderen Seite des Stacheldrahts gelangen konnten. Sehr schön, danke. Ja. Und das ist Eva Sadors Übersetzung. Mhm. Wir haben viel diskutiert mit Eva, also wie wir diese spezielle ungarische Ausdrücke auch übersetzen lassen, weil das ist, einige Ausdrücke sind auch bekannt in dem Deutschen, mhm, wegen dieses engen Zusammenleben. Also das war schon sehr spannend eigentlich, ja, also wie wir das machen. Ja, ja. Also interessant ist, ja, dass hier die Deutschen vorkommen. Das interessiert mich als Deutsche natürlich auch, wie kommen die Deutschen vor, ja. Und sie sind eben die, die eigentlich in Ungarn nur Station machen, sie wollen eigentlich weiter, ja. Also Ungarn ist schon sozusagen näher dran am eisernen Vorhang, ja. Und es ist schon freier aus deutscher Sicht, also aus ostdeutscher Sicht, ja. Und von dort kann man dann ja auch dann über die Grenze gelangen, ja, ja. Wie die Geschichte erwiesen hat. Ja. Ja, diese Geschichte geht um die Grenzöffnung. Das habe ich auch nochmal natürlich sehr genau recherchiert, also wie das war genau. Es gibt ganz viel Material. Es waren ganz viele Frauen, Aktivistinnen daran engagiert, was mich sehr überrascht hat, weil das wird immer sehr patriarchalisch dargestellt, das ist ungarische Politik, hat das gemacht. Nein, das haben auch ungarische Aktivistinnen eigentlich sehr, sehr stark powerful gemacht. Also das muss man auch nochmal neu schreiben, diese Geschichte, wie diese Grenzöffnung wirklich durch Zufälle auch passiert ist. Und wir wussten wirklich nicht, ob das gelingt oder nicht. Und alle Sachen haben sie in Budapest gelassen. Also wenn du damals in die Straßen gegangen bist, in Budapest, lagen einfach Haushälte, also alles, weil sie wollten aus der DDR eigentlich schon flüchten. Und sie haben sehr viele Sachen in diesem Sommer mitgenommen, aber das haben sie nicht geschafft mit dem Auto. Sie sind einfach zu Fuß losgegangen. Und der Hausrat ist der Haushalt, alles haben sie in Budapest auf der Straße gelassen. Und nicht abgeholt später. Nach Jahren, also das hat gedauert. Das ist auch in dieser Geschichte dann eingebaut, aber das verraten wir nicht. Nee, genau. Also wir lesen immer nur Auszüge aus den Geschichten, ja, und es geht noch weiter. Also es ist noch eine ganze Familiengeschichte da dran, aber die lassen wir aus. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht aus diesen Honecker-Latschen, aus dieser ersten Geschichte noch einen Abschnitt vorlese, weil da geht es um das Verhältnis von Ost- und Westdeutschen. Und das würde ich jetzt gerade noch anfügen, und dann, damit wir da auch noch mal ins Gespräch drüber kommen. Ich lese das jetzt mal kurz vor. Ein Absatz. Am Abend kamen die Deutschen zu uns auf Besuch. Sie brachten eine Flasche Bier mit. Auch Westdeutsche kamen mit mehreren Kisten Dosenbier, Schweizer Schokolade und der Bravo. Trotzdem wurden nicht sie unsere Freunde. Wir spielten eher mit den Einbier-Deutschen. Eigentlich nutzten wir die Wessis aus. Wir brauchten sie nur wegen der Geschenke. Mochten sie wegen der Fahrseife, dem Donald-Kaugummi, der Lindt-Schokolade und der Dosen-Fanta. Warum hätte Heidi, das ist dieses Mädchen, was die Protagonistin kennenlernt, warum hätte Heidi schon auswandern wollen, wenn es für uns kein besseres Leben hätte geben können, als uns am Balaton im Schlamm zu suhlen und die Ringelnattern im Schilf zu zählen, die Blutegel zu zertrampeln und einer schwanzlosen Eidechse den Bauch aufzuschlitzen? Ja, also zwei Sachen sind hier vielleicht interessant. Das eine ist eben so diese Kinderperspektive. Man merkt schon, ja, das ist so ein Kinderblick. Den hast du ja auch ganz bewusst in den Erzählungen drinne. Auch teilweise sind das dann ja auch so freche Äußerungen, die hier in den Text kommen, ja, wie man hier auch sehr gut merkt. Ja, das ist, im Ungarischen sagt man Pimas. Mhm. Das ist eine Kindsprache und das darfst du. Und ich glaube, ich habe das deshalb gewählt, damit man so kurze Sätze direkt in diesem Rhythmus reden kann. Und sehr frech auch und eindeutig, aber auch kompliziert auf die Weise, wie wir nachhinein zurückblicken. Also es heißt nicht, also wenn du ein Kind Stimme nimmst oder Kinderpoetik sozusagen, das kann genauso kompliziert werden am Ende, weil man erwartet, dass es eine schöne Geschichte wird.
Aber es ist doch keine schöne Geschichte, weil es bedrückt auch dieser Ost-West-Diskurs, dieser eiserne Vorhang, dieser Verlassensein, diese Fluchtgeschichte, was daraus heute geworden ist. Und dann auch noch, dass dieses Kind, diese Heidi gar nicht über die Grenze gehen will mit diesen bescheuerten Eltern, weil sie gerade in der Pubertät sind und sie wollen weiterhin zusammenspielen im Balaton. Ja. Das ist eine andere Perspektive. Also es ist keine schöne Geschichte sozusagen. Ja. Ich glaube, Flüchten von etwas, also dieser Flüchtlingsdiskurs bewertet vielleicht wenig oder zu wenig dieses Heimat zu verlassen, also wie schmerzhaft das ist. Und das wollte ich auch nochmal einfach so einbauen in dieser Geschichte. Ja, was mich auch interessiert, deswegen diesen Abschnitt, dass du eigentlich auch an diesem Deutschen schon so zeigst, diese Spaltung zwischen Ost und West, ja, die kommt hier sehr zum Ausdruck. Ja, es gibt die Einbierdeutschen und die Mehrbierdeutschen und das markierst du auch. Ja, das war sehr frech, aber wir haben das wirklich so gemacht. Ja, und du sagst eben, welche du vorgezogen hast oder vielleicht auch die anderen vorgezogen haben, ja, und diese Trennung, ja, diese europäische Spaltung, dass sie sich in den Deutschen halt ja quasi konzentriert. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein ideologisches Blick, weil das war wirklich so, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, dass in diese sozialistische Brüderschaft hat schon was gewirkt, dass man gedacht hat, wir haben ein gemeinsames Schicksal. Also das heißt, die Ostdeutschen sind unsere Freunde, weil sie auch leiden unter diesen sozialistischen... Es war immer gespalten, nicht? Also die Mehrheit der Gesellschaft war total unglücklich bei der Wende. Also heute gibt es wirklich Recherche, man hat immer sehr positiv darüber berichtet, aber sehr viele Leute, auch mein Vater wurde arbeitslos, 2 Jahre lang. Also das ist wirklich existenziell erschütterte Familien, egal was dein Beruf war, auch wenn du in der Firma gearbeitet hast, auch wenn du Lehrer warst, zum Beispiel Russischlehrer hatten plötzlich keinen Beruf mehr, sie mussten innerhalb einem halben Jahr Englischlehrer werden. Also darüber diskutiert man auch sehr wenig und das wollte ich nochmal aufheben, also das ist diese andere Seite der Wende oder dieses Kehrseite, ja, wie wir das gesagt haben. Ja. Ja, also die erste, also das Buch, vielleicht, das müsste man noch nachtragen, dieses Buch ist kein Roman, es ist so ein Kranz aus 14 Erzähltexten oder Novellen werden sie auch genannt, darüber könnte man trefflich streiten, machen wir jetzt aber nicht. Es sind jedenfalls 14 verschiedenste, teilweise sehr kurze, teilweise sehr lange Erzähltexte, die alle am Balaton spielen. Das hält sie zusammen, ja, sie spielen alle an diesem Ort. In den 80er Jahren, die erste Erzählung macht vielleicht einen falschen Eindruck oder gibt einen falschen Eindruck, weil sie spielt ja gerade nicht in den 80ern, sondern in der Wendezeit. Aber dann verlässt der Text diese Zeit und geht zurück in die 80er Jahre, also in die Zeit des späten Sozialismus. Und da bleibt er auch. Weißt du, Silke, ich wollte eigentlich damit auch spielen, weil wenn man dieses Buch anfängt zu lesen, denkt man, okay, das wird ein Ost-West-Diskurs, das wird DDR-Leute am Balaton, aber ich wollte das... In jedem Text wollte ich was ganz anderes. Genau, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Total, das habe ich total gemerkt. Ich habe mich auch gefragt, ob eigentlich die Reihenfolge austauschbar sein könnte. Haben wir diskutiert, natürlich beim Verlag. Mhm. Aber ich glaube, mit diesem Text muss ich anfangen, gerade das, was du gesagt hast, dass man diese Wendevorstellung hat, verbindet man mit Balaton und dann kannst du tiefer gehen oder kannst du das umkippen oder kannst du andere Geschichten erzählen. Genau. Noch ja, und früher, die erzählst du auch, das sind ganz unterschiedliche Geschichten, sie werden auch nicht von derselben Stimme erzählt, also oft ist es eben eine Kinderstimme oder eine Stimme einer pubertierenden, frechen Person, wo auch im Ungarischen ja auch offen bleibt, weil es kein Genus gibt im Ungarischen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Im Deutschen wir können nicht gendern. Zum Glück. Im Ungarischen. Ja. Also diese Debatte fehlt bei uns völlig aus. Ja, es fehlt. Also der Text lässt es offen. Ich finde das auch ganz schön, wie das war ja die Passage, die wir gerade vorgelesen haben, wo dann es heißt, dass die Erzählerperson, die Erzählerstimme, die deutschen Mädchen so mag. Das kann ja auch ein Junge sein, der das schreibt. Oder ein Mädchen. Das ist so offen. Und es gibt eine erotische Komponente. Beziehung zwischen den beiden Mädchen oder Junge und Mädchen. Und das wollte ich, das ist schon Was geschah, während wir schliefen. Das war mein erstes Buch im Deutsch bei Matthes und Seitz. Und das fängt auch mit so einer ähnlichen Geschichte. Das spielt in einem ganz anderen Milieu.
Und das war eine riesige Aufgabe für die Übersetzerin. Agnes Schrelle hat es damals übersetzt. Und das ist schon eine Aufgabe, wenn du also einen Text, wo man mit Geschlecht spielt, dass du das in eine Sprache übersetzt, die gendert oder gendert vielleicht heute. Ja, es wäre ganz gut, wenn mir das so eine Anweisung an die Verlagsinformation, ja, also im Ungarischen gibt es kein Genus. Das wäre ganz schön, weil dann könnte man irgendwie das besser verstehen, weil das, damit spielst du wirklich sehr. Und wenn man diese Information einmal hat, dann liest man das immer gleich mit. Ja. So ist das einfach. Also du spielst damit eindeutig. Und jedenfalls, es gibt dann auch sehr unterschiedliche Erzählerstimmen, die sind nicht immer gleich. Es gibt auch erwachsene Stimmen in einigen Texten. Ja, und einfach narrativ. Oder narrativ, ja. Gibt es, also da ist es sehr bunt, ist überhaupt ein bunter Reigen von Texten, die sich alle mit dem Balaton beschäftigen. Aber sie beschäftigen sich eben mit diesen 80er Jahren, mit einem untergegangenen Lebensgefühl, wenn man so will. Das klingt jetzt aber so nostalgisch. Also es ist auch kein nostalgisches Buch. Ich würde sogar sagen, es ist ein antinostalgisches Buch. Ja, weil es nämlich eigentlich auch Dinge erzählt, die nicht nur angenehm sind. Es bohrt so richtig in so Tabulöchern, wie ich schon gesagt habe vorher. Also es wird thematisiert auch familiäre Situationen, Asymmetrien, Abhängigkeiten, auch Gewalt wird thematisiert, auch die Krankheit. Verschiedene Krankheiten werden da vorgeführt, also von der Alkoholkrankheit hin zur Krebskrankheit, die jetzt auch sehr, sehr deutlich beschrieben werden. Und Tod und Leiche im See. Tod und die Leiche im See. Das war mir auch wichtig, weil das habe ich als Kind, man denkt, dass das Balaton flach ist, aber jedes Jahr, auch diesem Jahr habe ich Statistik genannt, 20 Leute sterben im Sommer im Balaton, weil alle denken, dass es eine flache See ist und warm und alles ist schön und dann plötzlich... Weil es ist sehr heiß im Sommer, also 35 Grad, und die Leute gehen rein und der Wind, wir haben auch, wenn man segelt, das ist total anders als im See oder am Bodensee, weil das zirkelt immer und kann ganz plötzlich diese Puffer, diese sogenannte ganz schnelle Wind kommen. Und das passiert immer wieder. Und ich wollte das auch deshalb aufheben, weil mein Großvater, der auch eigentlich im Mittelpunkt stehen wird in diesem Buch, er war Arzt. Und ich als Kind habe ich ihm immer geholfen, auch Rezepte zu schreiben für die Leute, die in der Straße gewohnt haben. Das war auch normal. Vielleicht heute bräuchte man mehr Computer und alles. Aber es sind immer kranke Leute zu unserem Ferienhaus auch gekommen, die ein Medikament haben wollten. Ja. Und damit bin ich auch aufgewachsen. Und deshalb ist es für mich auch sehr wichtig, diese Krankheit. Also Krankheit, merkt man, ist etwas, womit du unbefangen hast. Unbefangen kann man ja damit nicht umgehen. Aber du stellst die Krankheit auch in allen Seiten da, also auch, du sparst das nichts aus. Das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Und noch ein Thema vielleicht, der mich wichtig war, dieser Sport, also Körperlichkeit, Anfälligkeit und Sport, weil ich selber Sportlerin war und das war merkwürdig, wenn ich mich zurückblicke auf diese Leben im Balaton. Wir hatten ganz viele Sportler, also meistens Fußballspieler, die sehr reich waren und die konnten sich sowas leisten, ein Ferienhaus am Balaton, weil das war nicht einfach. Das ist natürlich, damals war das auch teuer, ein Grundstück und ein Haus bauen. Und Olympiasieger, wirklich, damals war die ungarische Fußball besser als heute. Und dann heute ist er auch nicht schlecht. Aber jetzt, diesem Jahr, war es nicht so schlecht. Aber 30 Jahre war es ganz schlimm. Und das ist auch gepusht jetzt politisch. Also man muss vorsichtig damit umgehen. Und dann, aber das, damals war es auch gepusht. Sport war sehr wichtig in sozialistischer Lage, auch in anderen Ländern, in der DDR genauso. Vielleicht sagst du, du hast ja selber Leistungssport gemacht, was du gemacht hast. Ja, also ich habe geschwommen, ich war auch Schwimmerin, 8 Jahre lang, aber mit 14 aufgehört. Aber das ist, bei Schwimmen war das auch normal damals, weil du hast als ganz kleines Kind das angefangen. Also schon mit 6 oder 7 oder ich war 10 Jahre alt und ich hatte schon 2 Training am Tag. Also es ist auch wirklich sehr, sehr gepusht auch. Und ich wollte das auch nochmal aufheben, weil das ist auch meine Kindheit mit diesem Schwimmen und das Balaton und dieses Seeschwimmen, diese 5 Kilometer. Und dass ich auch in meiner Familie auch Schwimmerinnen hatte. Also meine Tanten waren bekannte Schwimmerinnen in Ungarn, in dem ungarischen Sport. Und das wollte ich auch nochmal aufarbeiten. Und auch deshalb, weil ich finde, dass es nicht oft vorkommt in der Literatur und ich wollte das auch, dieses Thema noch mit hineinbeziehen, weil das gehörte auch so selbstverständlich zu unserem Leben damals.
Ja. Selbstverständlich, sehr wichtig. Ja, es kommt ja in mehreren Erzähltexten vor. Also die eine heißt Turner und da kommt es ganz explizit vor. Nächste, ja, da werden ja diverse privilegierte Sportfunktionäre vorgeführt, also eigentlich auch karikiert. Und später wird es dann nochmal aus der Perspektive von Sportlerinnen, von Schwimmerinnen eine Geschichte. Auf die kommen wir nachher auch noch. Ja, okay. Vielleicht gehen wir auch jetzt weiter. Und wir haben so ein paar Textpassagen ausgewählt, die wir ein bisschen näher angucken wollen. Und welche kommt jetzt? Jetzt kommt der Zeichner, würde ich vorschlagen. Zeichner? Ja, der Zeichner. Okay. Dann muss ich das noch suchen. Dann suchen wir mal erstmal genau, welche Passage das ist. Und soll ich auch auf Ungarisch kurz vorlesen? Genau, aber bevor du vorliest, würde ich vielleicht erstmal kurz, diese Erzählung ist ziemlich kompliziert. Also die ist wirklich vielleicht am kompliziertesten von allen gebaut. Ich versuche jetzt mal so an dieses Konstrukt ein bisschen, diese Erzählkonstruktion ein bisschen zu versuchen zu erläutern. Es ist so, es geht um einen Zeichner, der am Balaton, gab es eben auch diese Maler oder Zeichner, die haben eben einmal die Figuren, die Personen, die Touristen gezeichnet, aber dann haben sie auch bekannte Figuren so aus der Werbe- und Comicwelt oder Starwelt gezeichnet, ja. David Bowie oder so. Was die man Touristen halt wollten westliche, das unbedingt. Westliche Idole so zeichnen. Und dieser Zeichner, um den geht es, und der wird Opfer eines Kriminaldeliktes. Ihm wird seine Tasche gestohlen, wo er das ganze Geld, was er den Sommer über sammelt, bekommt, drin aufbewahrt hat. Und dann der zweite Kriminaldelikt, der schließt sich an und der wird irgendwie mit dem einen so ganz merkwürdig verquickt. Nämlich es geht um den Bademeister. Und der Bademeister rettet zunächst in dieser Erzählung ein ertrinkendes Mädchen vor dem Ertrinken. Und kurz danach trifft er eine Disco-Bekanntschaft vom Vorabend und vergewaltigt sie. Und auch in der Kabine, neben der Zeichner seine Tasche eingeschlossen hat, weil er wollte, dass die sicher eingeschlossen ist. Aber leider ist sie nicht so sicher, es wird ja dann gestohlen, wie ich schon sagte. Also es geht um diesen Zeichner, es geht um den Bademeister und um dieses Mädchen, was vergewaltigt wird. Diese drei Protagonisten. Und ja, so weit, so gut. Vielleicht lesen wir eine Passage, in der es erstmal nur um den Zeichner geht. Aber soll ich auf Ungarisch kurz vorlesen? Dann? Ein bisschen, ja, ein bisschen. Warte mal kurz, welche Passage war das? Also das ist, damit wir uns nicht täuschen. Weil so diese Er zeichnet jeden, das. Bárkit rajzoló. Bárkit lerajzol, aki rendel nála. 12 percnél sosem dolgozik tovább. Ez aranyszabály. Olyan, mint az aranymetszés. Ki kell mérni, eddig bírják. Többet ló sem bír ki egy helyben mozdulatlanul, szélcsendben sem. Még a macskák is megelégelik, ha folyton őket mustrálja valaki. Volt olyan arc, igaz, 2 éve már nem jön, akit 3-szor rajzolt le. Fehér arccal, aztán napozás után feketében majd karikatúrának. Elnyújtott homlokkal, hol kólásdobozzal, máskor a tihanyi apátsággal a háttérben. Nyugat-német márkával fizetett. A rajzoló akkurátusan szétválogatta a bankjegyeket. Szépen betette a titkos zsebébe a többihez. Er zeichnet jeden, der ein Bild bei ihm bestellt. Länger als 12 Minuten arbeitet er nie, das ist die goldene Regel. Sie ist wie der goldene Schnitt. Man muss die Zeit berechnen, so lange halten die Leute durch. Länger hält selbst ein Gaul es nicht an einem Fleck aus, noch dazu reglos. Nicht einmal bei Windstille. Sogar die Katzen haben es irgendwann satt, wenn sie jemand ständig beobachtet. Es gibt einen Typen, auch wenn der schon seit 2 Jahren nicht mehr gekommen ist, den hat er 3-mal gezeichnet. Mit weißem Gesicht, nach dem Sonnen dann schwarz, später als Karikatur. Mit langgezogener Stirn, mal mit einer Dose Cola, mal mit der Abtei von Tihany im Hintergrund. Er bezahlte mit Westmark. Der Zeichner sortierte die Geldscheine akkurat und verstaute sie sorgfältig in die Geheimtaschen zu den anderen. Die Verwandlung des Zeichners dauert alles in allem 6 Minuten. Er zieht sogar ein Sakko an. Maler wirken im Sakko einfach authentischer. Aus bordeauxrotem Samt, wie die Gymnasiasten in der Budapester Innenstadt, die Tandori-Gedichte lesen und die Songs des Liedermachers Tamás Csé summen. An den Füßen Lederschlappen, seine Ferse hängt hinten runter. Aber gerade das macht ihn zum Zeichner, zu einem, der viel Trinkgeld bekommt. Mit Schal um den Hals, mit Ansteckern. Nacheinander klemmt er die in Prospekthüllen steckenden Porträts fest. Kohlezeichnungen von Tom und Jerry, von Kraftwerk. Die toten Hosen und die schiefen Porträts von Thomas Anders, Boris Becker, Harald Schumacher, der Torwart. Beckenbauer.
Puskás, Törejcik, ACDC und Rogi, der Schlagersänger, die Bikini-Band und Christine Egersegi. Als letztes kommt der in einer zerrissenen Hülle steckende David Bowie zum Vorschein. Sein grünes Auge wie eine Traube aus Badachon. Das Bild wollte wohl niemand haben. Jetzt im Sommer gehen eher Monchichi, Mickey Mouse und der Jackson gut weg. Der Zeichner schwitzt, er wischt sich das Gesicht ab. In seinem Fiebertraum hat man ihm wieder sein ganzes Geld geklaut. Am Morgen findet er dann seine Tasche mal leer im Gestrüpp, mal im Bollertom treibend. Seit Wochen überlegt er schon, wo er sie verstecken könnte, während er zeichnet. Sie ist vollgestopft. Alle Innentaschen sind voll mit Valuta. Am Ende kommt er immer zu dem Schluss, dass es am besten ist, wenn er sie bei sich hat. Die Tasche bleibt in der Entfernung von einem Meter, nur eine Armlänge weit weg, damit er nach ihr greifen kann. Damit er sie sich schnappen und demjenigen die Hand brechen, ihn niedertrampeln und zu Boden schlagen kann, der es wagt, sie anzurühren. Ja, danke. Ja, man erfährt dann ja später, dass er sie dann doch woanders verstaut hat, nämlich in einer Kabine, und dass das gerade das Verhängnis war. Ja. Es war so, dass ich, als ich dieses Buch geschrieben habe, dann wollte ich, ja, wie gesagt, in jeder Geschichte was anderes aufnehmen, auch dieses Erzählstil, vielleicht nennen wir das Postmodern oder dieses Narrative auch dann spielen. Und dann plötzlich habe ich im Radio eine 1,5-stündige Interview mit einem Zeichner gehört, die mich auch sehr fasziniert haben in Füred, im Balaton-Füred oder Tihany, meistens in der nördlichen Seite von Balaton arbeiten sie. Und er erzählte, wie reich er geworden ist. Also er lebt bis heute aus diesem Reichtum. Also er hat wirklich mit dieser Valuta mehrere Grundstücke gekauft. Also nicht alle Zeichner sind reich geworden, aber er war sehr schlau. Und er hat dann, nicht diese Geschichte, das habe ich natürlich erfunden, aber das ist dieses, dass man dann auch wirklich eine private Reichtum aus diesem Job machen konnte damals, dass man so 3 Monate lang gezeichnet hat. Und die meisten waren natürlich gebildete Maler und Bildhauer und alles Mögliche. Also wirklich Künstler haben das gemacht. Mhm. Und was mich fasziniert hat, dass dieser Beruf auch verschwunden ist. Also wenn du heute am Balaton gehst, also diese Zeichner fehlen, weil alle machen irgendwie Handys und Fotos und irgendwie alles aufheben wir, aber nur digital. Und ich glaube, diesem Jahr habe ich einen Zeichner, nein, ich war in Frankreich, wo ich diesen Beruf wieder gesehen habe, in Paris gibt es, kannst du machen, und da steht auch diese Zeit, weißt du, wie lange das dauert, damit du überhaupt weißt, weil viele sind ungeduldig dann und wollen nur ganz schnell ein Bild. Und dieser Bademeister, das ist auch Beobachtung, jeder Strand hat einen Bademeister, aber diese Bademeister waren wirklich junge Männer, die überhaupt nicht zugeguckt haben oder wirklich nicht damit zu tun hatten, wie man schwimmt und wie man so spielt. Und das wollte ich auch nochmal aufheben, diese Lässigkeit, diese Frechheit von diesen Menschen und diese Männer auch. Und diese Disco im Führer, dieser ganze Liebesszenen, diese ganze Liebesgeschichten am Balaton, das gehört auch zum Sommer. Also ich war als Kind sehr viel in diesen Diskotheken und das ist ganz schnelle Körperverkehr und ganz schnelle. Und das haben nicht die Ungarn veranstaltet, also die deutschen Touristen wollten das natürlich, das ist diese typische Reise, ich gehe nach Osteuropa und ich möchte dann unbedingt, also wenn es möglich ist, dann möchte ich schon eine Frau haben. Also das spielt auch eine wichtige Rolle. Es ist nicht in dieser Geschichte ausgebaut, aber es war schon. Ja, wobei das kippt dann ja, ne? Das kippt dann ja wirklich ins Negative. Mhm. Also diese Vergewaltigung, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Ja. Und das ist auch nur angedeutet. Das ist auch nur angedeutet. Ja, das ist nur angedeutet. Das ist auch ganz interessant. Jedenfalls, dass das dargestellt wird und dieser Zeichner wird zum Opfer, das Mädchen wird auch zum Opfer und dieser Bademeister, der ist so perfide, ja, dass er nicht nur das Mädchen vergewaltigt, sondern auch noch diese Tasche von dem Zeichner klaut. Beides in einem Atemzug irgendwie, durch Zufall auch noch, ja, gar nicht geplant. Ja. Da ist so eine seltsame plötzliche Gewalt in der Erzählung. Aber es ist schon interessant, weil in dem deutschen Ausgabe, es gibt sehr viele Rezensionen über das Buch, aber niemand hat diese Zeichnergeschichte. Aber ich hatte eine Lesung mit DAD und dort war der Lektor vom Universität Pécs, hat meine Lesung moderiert und er war genauso wie du, also er war total fasziniert von dieser Geschichte. Und plötzlich bekam ich letzte Woche einen Brief von einem ungarischen Verlag,
die Anthologien zusammenstellen für also für Schulkinder im Gymnasium. Und diese Geschichte wurde ausgewählt aus dem Buch. Also das ist schon. Aber ja, das ist wirklich die Geschichte, die man so spät entdeckt. Ja. Und die Übersetzerin hatte auch sehr viel an dieser Geschichte gearbeitet, weil es muss schon angedeutet werden, aber doch klare Strukturen haben. Aber ich freue mich, dass du das gewählt hast. Weil ja, mir kam das am raffiniertesten erzählt vor. Aber weil ich auch noch auf dieses Thema der Gewalt kommen möchte, und das ist eben hier schon da, und es ist auch in anderen Erzähltexten dieses Buches da, aber eben diese Andeutung, also wie es angedeutet wird, das finde ich auch interessant, einerseits, und andererseits sehr, sehr, sehr brutal. Also es ist beides, würde ich sagen. Und da kümmerst du dich auch sehr um dieses Thema. In mehreren Texten kommt das vor, und da kann man sich dann auch, an der Stelle merkt man auch, es hat nichts mehr mit Nostalgie zu tun, sondern da geht es wirklich in die sozialen, in die sozialen Abgründe auch teilweise hinein. Und was das betrifft, würde ich jetzt vielleicht gerne zu der nächsten Erzählung kommen, zu Frost schon. Als letzte. Dann auch, ja, genau. Also als letzte aus diesem Buch. Frost, ja, da vielleicht. Das heißt Feucht auf Ungarisch, ein sehr schönes Wort. Wie heißt das? Frost. Ja, das ist ein wirklich schönes Wort auf Ungarisch. Ja, auf Deutsch. Es ist auf jeden Fall eine sehr kontrastreiche Erzählung. Vielleicht müsste man sagen, es spielt nicht im Sommer. Die anderen spielen meines Wissens alle im Sommer. Das ist die einzige, die nicht im Sommer spielt, sondern im tiefsten Winter. Also es ist, der See ist vereist, und die Protagonistinnen laufen Schlittschuh auf diesem See, und sie entdecken plötzlich am See eine Gestalt, die da mit ihrem Hund, mit seinem Hund, also das ist ein Mann, mit seinem Hund läuft, den Hund Gassi führt, und eines dieser Mädchen, das sind Mädchen, die sind beide im Trainingslager, im Wintertrainingslager am Balaton, und sagt, oh, ich kenne diesen Mann. Und ist ganz erschrocken, ganz aufgeregt. Und ja, vielleicht willst du sagen, was ist mit diesem, was ist das für eine Geschichte, die sie mit diesem Mann hat? Ich wollte natürlich auf dem winterlichen Balaton schreiben, als Kehrgeschichte, weil ich, als ich Schriftstellerin wurde, als ich wirklich ernst angefangen habe, Bücher zu publizieren, dann hatten wir ein Haus, wir haben ein Writer in Residence sozusagen am Balaton. Und früher war ich wirklich immer nur im Sommer mit meinen Eltern am Balaton. Wir hatten auch ein Haus, das kann man nicht so einfach heizen. Und die ungarischen Winter sind immer minus 20, also oft minus 20. Also der Balaton friert, es ist wunderschön, man kann Schlittschuh laufen und alles Mögliche. Und ich wollte das, und ich wollte auch über das Schwimmen und Sport nochmal schreiben. Und nicht über andere, sondern so wie Frauen, also wie wir als Kinder und junge Frauen das erlebt haben, und auch wie wir mit Trainer und Lehrer umgegangen sind. Und das ist schon, also ich habe schon viel erlebt, auch als Kind. Es war Gewalt im Sport, also wir wurden geprügelt, also richtig, und nicht jeden Tag, aber jeder zweite Tag, und das ist schon hart. Also wenn man drinnen ist, das ist dieses Syndrom, man lebt damit. Aber heute, wenn du erwachsen bist und wenn du zurückblickst, und heute reden wir, diese Tabus sind gebrochen und man redet darüber. Und ich wollte auch eine Geschichte schreiben, die nicht eins zu eins über dieses Gewalt erzählt, aber schon wie auch Gewalt auch zwischen den Sportlern stattfindet. Also nicht nur Gewalt Trainer und Kind, sondern auch miteinander, wie du umgehst, solidarisierst, aber doch, das ist ein Wettbewerb, ein sehr hartes Ding. Und ich wollte das alles so ein bisschen aufnehmen, also nicht so thematisch, sondern eine Geschichte daraus machen, die das andeutet oder darauf baut, über diese Gefühle zu sprechen, in einer kürzeren Novelle, weil alle diese Novellen in dem Buch sind, alle diese Texte sind eigentlich 5 Seiten, und ich habe das auch gewählt, damit man auch kurze, ich wollte diese Kurzheit, diese Kindersprache oder Pubertätssprache, und das kann nicht lang sein, das ist kein Thomas Mann oder sowas, sondern du kannst wirklich, wie man so redet, wie man so eine Geschichte erzählt, so brechig, und man weiß es nicht, man muss recherchieren, was ist wahr und was ist Fiktion. Und ich glaube, ich liebe diese, also das ist eine meiner Lieblingsgeschichten jetzt nachhinein, und auch Tante Clara, die wir heute nicht mehr ansprechen. Ich glaube, dieser Frost war persönlich mir die wichtigste Geschichte. Und noch vielleicht als Ergänzung,
Das Buch war populär in Ungarn, viele haben das gelesen, auch meine ehemalige Sportkameradinnen, also Freundinnen, und viele haben sich gemeldet und mir einen Brief geschrieben. Also das ist schon, das hat gewirkt, glaube ich, dieses Buch als Erinnerung oder Aufbewahrung dieses Gefühl. Wie ist das in Ungarn rezipiert worden? Ja. Sehr stark. Ja, sehr stark, sehr viele. Also es ist schon mehrere Auflagen sind ausgekommen, und ich glaube, das meist rezipierte Buch von mir ist dieses Balaton. Okay. Weil das ist auf eine oberflächliche Ebene. Kannst du das jetzt sagen? Das ist ja erst seit kurzem da. Ja, aber ja. Das ist, also das kann man, diese Novellen kannst du lesen. Die sind sozusagen lesbar. Sie sind schwer und dramatisch und balladistisch, würde ich sagen. Also Ballade, das ist so ein spezielles ungarisches Wort. Aber wie das so aussieht, weil so viele Leute finden das auch, irgendwie ist es so lesbar als ein 500-seitiger Roman oder dieses Reisebuch über Osteuropa, was auch schon zweite Auflage hat, aber erweiterte Auflage haben wir gemacht. Aber dieses Buch, glaube ich, das ist schon sehr persönlich, sehr direkt, und viele Leute finden das auch irgendwie interessant. Und auch Balaton ist natürlich ein Wort. Naja, auf jeden Fall populäre Leserschaft. Wirklich, also Leute, die sonst vielleicht keine oder nie zeitgenössische Literatur lesen. Und das war für mich auch wichtig. Ja, es ist interessant, weil es eigentlich einerseits etwas ist, wo viele, also am Balaton haben viele Urlaub gemacht, machen auch immer noch viele Urlaub. Es ist aber gleichzeitig kein Buch, was man vielleicht als Urlaubslektüre empfehlen. Also ich würde es nicht als Urlaubslektüre empfehlen. Nein? Nicht, nee. Auch also, nicht für Leute, die zeitgenössische Literatur lesen? Doch, für die schon. Okay. Aber also man muss wissen, worauf man sich einlässt, so sagen wir mal. Aber vielleicht möchte man am Strand sowas nicht lesen, also es kommt drauf an. Also auf dem zweiten Blick gibt es ja solche Stellen. Also ich würde jetzt so eine recht krasse Stelle, habe ich mir jetzt fürs Ende rausgewählt. Ja. Also bei dieser, wir haben ja schon eben gerade erklärt, also diese beiden Mädchen, die Schwimmerinnen, haben gerade kein Training, also laufen sie Schlittschuh auf dem zugefrorenen See, und da entdeckt eben eine einen früheren Lehrer. Und es ist ein sogenannter Winterlager oder Winter, also wenn man so hinfährt und zwei Wochen lang nur trainiert sozusagen, das ist das. Ja. Und sie entdeckt diesen Lehrer, und sie hat eine wahnsinnige Wut auf diesen Lehrer. Und die andere weiß aber nicht warum, und sie versucht, sie auch davon abzuhalten, und sie steigert sich in so einen Rausch. Sie zündet dann letztlich sein Motorrad an. Das werde ich nicht vorlesen, deswegen muss ich das jetzt sagen. Und das ist auch eine ganz tolle Kontrastsache zwischen diesem Frost und dann diesem Feuer, was da gemacht wird am Motorrad. Und dann laufen die beiden weg, und die eine weiß überhaupt nicht, warum dieses Anzünden überhaupt passiert ist. Und ja, jetzt kommt der Einstieg. Ich weiß nicht, willst du den Anfang auf Ungarisch wieder lesen? Ja. Mhm. Es sind viele Schimpfwörter drinnen, und das war schwer zu übersetzen. Dögöj meg disznó, bevillant egy jelenet, ahogy húztam fel a nadrágomat. Hónapokkal ezelőtt történt, üvegeztünk a lányokkal, születésnapi buli volt. Megpörgettünk a kör közepén egy palackot, akire mutatott, le kellett vennie egy ruhadarabot. Jó zenék szóltak, ment a játék, amikor egyszer csak megálltunk. Az üveg rámutatott, meggondoltam magamat. Semmi kedvem nem volt levetkőzni, igazából utáltam ezt a játékot, és mégsem mertem szólni. A többiek gúnyolni kezdtek, gyerünk, mutasd meg a segged. Ja, verreck doch, du Arschloch. Als ich meine Hose hochzog, fiel mir plötzlich eine Szene ein. Von vor Monaten. Wir hatten mit den Mädels Flaschendrehen gespielt, es war auf einer Geburtstagsparty. Wir drehten die Flasche in der Mitte des Kreises, und diejenige, auf die sie zeigte, musste ein Kleidungsstück ausziehen. Die Musik war gut, das Spiel lief, als wir es auf einmal unterbrachen. Ich hatte es mir anders überlegt, hatte nicht die geringste Lust, mich auszuziehen. Eigentlich hasste ich dieses Spiel, traute mich aber nicht, es zu sagen. Die anderen lachten mich aus, komm schon, zeig uns deinen Arsch. Wer sich nicht auszieht, dem stecken wir die Flasche in den Mund. Da sagte Angela, die bis dahin wie üblich kein Wort von sich gegeben hatte, plötzlich, haltet doch die Klappe. Man kann doch aussteigen. Das stimmt nicht, dass man nicht aussteigen kann. Was soll denn das für ein Spiel sein, verfickt nochmal, bei dem man nicht aussteigen kann? Sie nahm mich an der Hand. Die anderen verstummten. Ich erinnere mich genau an den Moment, als sie mir vom Boden aufhalf. Wir zogen uns an, bedankten uns für die Einladung und machten uns auf den Heimweg. Verreck doch, du Arschloch, hier kommen wir auch nicht mehr her, sagte Angela. Was ist das bloß für ein Arschloch, das den Mädchen im Geräteraum befiehlt, sich auszuziehen? Genau so sind die auch.
nur haben die statt einem Schwanz ein leeres Loch. Ein verdammtes, fieses Arschloch. Begrapscht und knutscht dich. Nur mit dir. Darüber schweigen wir aber wie ein Grab. Du bist so schön, die anderen sehen das gar nicht, aber ich weiß es. In ein paar Jahren bist du die Schönste. Ich hatte kein Wort verstanden. Wir waren mit dem Aufzug im Wohnblock hochgefahren. Dann hatten wir uns getrennt und jede von uns war nach Hause gegangen. Jetzt wurde mir plötzlich alles klar. Meine Freundin wusch sich unter der Dusche das Gesicht und die Haare mit kaltem Wasser. Der Boiler wurde im Ferienlager nur abends angeschaltet. Ihr Gesicht war voller Ruß, sie schrubbte es mit meiner Nagelbürste. Was meinst du, wird passieren? Was schon? Nichts. Der wird uns nicht anzeigen, nur die Ruhe. Der Kovac Schweri, der liebe Herr Lehrer, der super Eifrige, warum sollte sich jemand an ihm rächen wollen? Hat er denn irgendwas Böses getan? So ein toller Physiklehrer? Wir gingen zum Mittagessen runter. Das Küchenpersonal hatte uns unsere Portion schon aufgetan. Um 2 sprangen wir bereits ins Becken. Wir hatten 1500 Kraul zusätzlich bekommen. Das schafften wir locker. Im Vergleich zu den üblichen Strafeinheiten war das wirklich ein Klacks. Dankeschön. Ja. Ja, vielleicht erklärt sich die Szene auch von selbst. Ja, diese Angela ist wirklich meine Freundin gewesen. Mhm. Und in diesem Sommer haben wir uns getroffen am Balaton. Es ist schon eine sehr schöne Geschichte, weil wir uns 15 Jahre lang nicht gesehen haben. Aber es war auch, ich glaube, ihr hat auch dieses Buch bewegt. Und ich finde das auch toll, wenn sowas passiert mit einem Autor, dass du was schreibst und dass deine Figur kommt und möchte mit dir unbedingt reden. Ja, und hat auch nichts dagegen, dass du sie dargestellt hast. Nein, sie finden das schon toll, glaube ich. Und sogar ihre Kinder sind heute Wasserballspielern. Mhm. Und das war auch Pflichtlektüre zu Hause für ihre 3 Kinder. Wow, okay. Schon, ja, ja, es ist schon auch, also, ja, wir hatten ja vorhin, oder ich hatte vorhin gesagt, dass du eine ungarische Feministin bist. Und das könnte man ja jetzt auch mit diesem Text verbinden und sagen, ja, du beschreibst eben solche Erfahrungen. Du arbeitest die auf und schweigst nicht darüber, ja, sondern du bohrst in diesen Tabus und sagst, ja, sowas ist passiert und du beschreibst das auch auf eine Weise, die eben das, also diese sexuellen Übergriff, der wird ja nicht dargestellt, sondern stattdessen wird ja die Gewalt der Mädchen dargestellt. Das ist ja ganz raffiniert, dass die das Motorrad anzünden. Das wird dargestellt, aber nicht, was der Lehrer mit dem Mädchen gemacht hat. Ja, das können wir uns denken, das wird hinterher ja erst der Freundin und auch uns als Leserinnen klar. Ja, aber das ist mir die Literatur, also das ist mir die Aufgabe eines Autors oder einer Autorin oder Stellchen, dass viel angedeutet wird, dass man nicht wie eine Zeitung oder Feuilleton, dass man alles sagt, sondern es ist Literatur, es ist Fantasie, also du musst diese Lücken erfüllen mit deiner eigenen Erfahrung als Leser oder mit deiner Fantasie oder mit deiner eigenen Frustration vielleicht, ja, als du als Sportler gehabt hast. Ja, ja. Es ist schon, ich liebe auch solche Autoren, die so schreiben. Es ist auch, ja, ich war in Österreich, in Wien, da war und dann kam ein Mann von dem ORF, Radiosendung, und er hat mir gesagt, das ist doch wie amerikanische Kurzprosa oder so. Und dann, ich bin nicht so gut hier, aber mit amerikanischer Literatur. Aber ich glaube, es gibt schon dieses Mini-Prose oder Mini-Schreiben, die ich eigentlich selber entwickelt habe, aber vielleicht, also für ihn war das so ein bisschen dieses amerikanische. Short Story. Ja, Short Story, aber ich kenne auch sehr gute Autorinnen, die ich jetzt lese, die auch sehr gut, also im englischen Bereich gibt es auch diese Short Story. Was ich nicht kann, weil ich komme aus einer ungarischen Tradition, eine Novellistik der New Guard, also diese ganze 20er, 30er Jahre Literatur wie Kostolányi, Csárgéza, also wenn man so die ungarische Literatur kennt, dann weiß man, wie wichtig das ist. Das hat mit Zeitungen, mit Feuilleton auch zu tun, dass man früher auch viele Autoren haben für Zeitungen, also wie auch in französischen Literatur, dass man auch einen ganzen Roman in Zeitung veröffentlicht hat. Heute ist es ja wieder eine Mode in Ungarn, dass so Zeitungen auch Autoren suchen und beschäftigen. Und das ist auch diese Novelleform. Mhm. Das haben wir in der ungarischen Literatur. Ja, wir haben es in der deutschen, also ich kenne das Wort anders, Novelle. Ist interessant, also wie es in der ungarischen Literaturtradition gebraucht wird oder tradiert wurde. Ja. Ja.
Ja, sind wir schon bei, bei den ungarischen Autoren gekommen. Da wollte ich am Ende auch hin. Also zu Peter Esterházy, weil... Danke. Vielleicht, also das, du hast vor kurzem einen fiktiven Liebesbrief an Peter Esterházy geschrieben, der ja vor 5 Jahren gestorben ist, an Krebs, und früh gestorben ist. Und du hast ihm eben gewissermaßen eine späte Hommage noch zuteil werden lassen mit diesem Brief. Und andererseits auch das zum Anlass genommen über... das heutige Ungarn, aber auch über den Blick des Westens auf das heutige Ungarn zu schreiben und vielleicht auch ein bisschen abzurechnen. Ja. Und aus diesem fiktiven Brief an Peter Esterházy würde ich jetzt gerne abschließend eine Passage vorlesen. Und dann können wir vielleicht auch noch kurz noch über dieses Ost-West-Problem heute sprechen, weil du da auch viel drüber nachdenkst. Aber jetzt eben erstmal diese Passage von deinem fiktiven Brief, der ist in der Zeit erschienen, vor einigen Monaten. Ja, im Sommer, also gerade an dem Tag, wo er ist am 16. Juli gestorben. Ja. Seit Sie nicht mehr da sind, bin ich aufs Land gezogen. Bei uns gibt es nur noch die Provinz. Die Donau, den Balaton und das Szeklerland. Na und die Karpaten, Kronstadt, Bukarest. Stadt Budapest, noch immer wird das gern verwechselt. Erst kürzlich habe ich das mit Staunen in der FAZ gelesen. Alles ist diesem eingebildeten Gockel mehr wert als die Menschen in Budapest. Hier draußen kann man sie nichts zerstreuen. Wir bieten auch nicht viel. Es gibt niemanden, der uns geistreich erklärte, magyarische Bauern sind wir. Keine Aristokratie, nur Labanzen. Alles haben wir zu betoniert. Kapitalisten sind wir geworden. Unsere Freunde haben wir verloren. Nazis sind wir. Das ist jetzt unser Ruf in Europa. Alles Mögliche wird über uns geredet. Die Leute haben von nichts eine Ahnung. Wir sind ein vollkommen uninteressantes Gesindel. Wir sind die aktuellen Bösen, die Hinterwäldler, die billigen Arbeitskräfte, die Vergifteten, die Menschenfresser. Im Übrigen alles zurecht. Wären Sie nicht gestorben, wäre alles anders gekommen. Manchmal konnten wir uns so sehr freuen, dass Sie lebten, dass Sie hierher geboren worden sind. Lassen Sie uns reisen, flüsterten Sie mir ins Ohr. Siebenbürgen, die Tiefebene, das Patium, die Karpaten. Das böse Wien, die Plattenbauten von Bratislava, die neuerdings wieder überheblichen Deutschen. Allesamt können Sie uns beneiden, dass Sie hier mit uns unterwegs waren, dass wir unseren Peter hatten. Ja. Hm. Will ich noch mal sagen, den Namen, ich habe das nie verstanden. Wer ist gestorben? Peter Esterházy, ein ungarischer Schriftsteller. Ja, berühmt auch in Europa, also nicht nur in Ungarn, in Deutschland auch, einer der bekanntesten. Neben Peter Nádasch vielleicht. Oder Kertész Imre. Kertész, ja. Nádasch und Esterházy, ja, die sind bekannt. Ja, Esterházy, ja. Aber Esterházy ist wirklich das experimentelle Literatur und sehr starke Literatur, sehr feine auch. Aber dieser Name ist auch bekannt als eine aristokratische Familie natürlich in Esterházy Kellner. Und wenn du in Österreich unterwegs bist, dann begegnest du ständig mit Esterházys. Ja, aber du... Es ist schon... Damit spiele ich, weil das ist auch ein Zitat, also einige Zitate sind eingebaut, das hast du bestimmt erkannt, von Onegin, also von diesem Tatjana-Brief von Onegin, also dass alles provinziell ist und kommt ein Mann und ist. Aber ich glaube, ja, dass ich wollte eine spielerische, traurige Text darüber schreiben, wie das Bild eigentlich nach 30 Jahren Wende doch sehr versteinert ist in den letzten Jahren über Osteuropa. Nicht nur über Ungarn, auch über Polen, auch über Slowenien jetzt, Tschechien, Slowakei. Jetzt rede ich über diese Visegrad-Länder gerne. Also jetzt rede ich nicht über Belarus und Ukraine, weil das ist eine andere Geschichte, und auch nicht über das Baltikum. Aber es ist schon sehr, es ist auch politisch, ein politisches Bild, die auch zu Recht ist. Und man darf und muss auch sehr kritisch sein mit Menschenrechten und alles. Aber was ich jetzt so merke, dass es auch auf dem Alltagsleben eine Wirkung hat und dass es auch einen Zwiespalt gibt, also wie man so in den Zeitungen über Osteuropa spricht, also sehr kritisch natürlich, auch in der Europäischen Parlament wird jeden Tag berichtet, also was die Osteuropäer schlecht machen und nicht schlecht machen und anders machen sollten und doch. Aber man muss, also meine Frage ist, diese Regierungen sind gewählt
und wie die Gesellschaft ist in Osteuropa. Und das fragen auch sehr wenige. Also diese richtige tiefere Interesse. Also warum, was passierte in Osteuropa nach der Wende? Also wie leben wir, welche Arbeit wir leisten? Wie ist dieser plötzliche Kapitalismus alles erobert? Auch deutsche Firmen, 90% der ausländische Kapital ist deutsche Kapital in den ungarischen, also im ungarischen, jetzt rede ich über Ungarn, weil ich nur diese Statistik kenne. Und dass eigentlich diese andere hegemoniale, westeuropäische, wird wenig in Frage gestellt. Und es gibt in Ungarn jetzt so Bewegungen auch, die das auch in Frage stellen wollen, die wirklich einen gegenseitigen Dialog vorstellen, statt diese kaltkriegerische, versteinerte. Weil man kann auf dieser Ebene der Politik, Parteipolitik reden oder Europapolitik, wo wahrscheinlich die Visegrad-Länder oder diese Länder auch sehr kritisch sind. Also das ist schon eine sehr, es geht auch um Geld und Kapital und Billigarbeit und alles. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene, also diese Schichten sind nicht auseinander, sondern wirklich über die Menschen. Also das merke ich und das kenne ich und egal wo ich gehe, und das erzählen auch viele Leute, dass es wirklich sehr, sehr negativ auch über die Menschen gesprochen wird, also dass es wirklich Idioten sind. Ich glaube, letzte Woche war es auch sogar in einer deutschen Zeitung, dass Osteuropäer Idioten sind, weil sie nicht geimpft sind. Und das stimmt gar nicht, weil Ungarn war zum Beispiel viel mehr geimpft als hier in Deutschland. Oder man kann das auch, man diskutiert das nicht ganz genau, sondern einfach aus diesem Überpauschalisiert. Ja, und das wollte ich so ein bisschen damit auch spielen. Dass also ich lasse das jetzt mal im Raum stehen. Ich wollte ja auch, dass du so, ich weiß ja auch, dass das deine Position ist, weil wir ja schon öfter miteinander geredet haben. Und ich finde das auch sehr interessant und wichtig, dass so viele Sachen auch gesagt werden dürfen. Auch in Deutschland dieser Blick aus Ungarn kommen darf, also dass man auch, dass Mann oder Frau auch sagen darf, dass sie eine westliche Hegemonie empfindet. Und sehr tendenziös, also das ist, zum Beispiel, wir haben jetzt eine Opposition, es gibt Wahl und es gibt wirklich eine starke Opposition. Und ich habe auch schon in Deutschland gehört, dass wir keine Opposition haben, weil die Leute so erschrocken sind und dass diese ganze Zivilgesellschaft total fehlt. Und das stimmt einfach nicht. Also das, ich muss diese Opposition auch verteidigen, weil es gibt auch feministische Bewegungen, es gibt ganz viele, also dieses Osteuropa hat sich so geändert in den letzten 30 Jahren, auch Gesellschaft, und ich glaube, die Regierung hat sehr viel Kritik auch im Lande, also das ist schon eine Bewegung, und das muss man auch so in diesem komplexen Bild auch interpretieren und nicht immer so tendenziös, weil ich auch bei Zeitungen gemerkt habe, dass Korrespondenten gibt, die gar nicht nach Ungarn kommen, sondern einfach aus dem, weiß ich nicht, Internetnachrichten heraus irgendwie über Menschen schreiben. Und das darf man auch in Frage stellen, weil sonst sind wir wieder in diesem Kaltkriegerischen, dass wir alles denken, was schlimm ist in der Welt, das ist Russland und Putin und Orban, und was gut ist in der Welt, das ist die Europäische Union und Westeuropa. Also so einfach ist es nicht. Ich bin auch kritisch natürlich mit Politik in Ungarn, weil es sehr patriarchalisch ist. Hast du ja auch schon oft gesagt, ja. Du hast dich oft sehr kritisch gegenüber, also Orban kritisch geäußert in der Zeit zum Beispiel. Ja. Das hast du, also da kann ich viele Texte nennen von dir. Und ich war auch befreundet, ich kannte Esterházy, weil wir in demselben Verlag waren. Und wir haben auch sehr viel mit ihm diskutiert. Er war auch sehr kritisch, natürlich war er kritisch, er ist ein liberaler Konservativ gewesen, aus einer aristokratischen Familie und immer liberaler und antikommunistisch. Und dann stellte sich heraus, dass sein Vater auch spioniert hat in den Kommunismus, er war auch sehr erpresst. Es ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Und selbst Esterházy war auch, ich war in Leipzig mit ihm und er hat auch, komisch, weil du hast eine Lesung, dann wird es auch immer sehr politisch gefragt. Aber wie kannst du innerhalb 5 Minuten sozusagen über ein Land reden? Das ist ja auch, also was ich jetzt gemerkt habe. Du bist ja selber sehr kritisch mit deinem Land. Ich meine, ja, nein, ich merke jetzt, dass es Literatur auch ausgegangen ist. Literatur muss auch politisch sein und das ist auch politisch. Das ist, ungarische Literatur hat eine sehr politische Tradition. Aber dein Buch ist nicht dafür da, dass du nur politisch arbeitest. Und es ist mit mir auch so oft passiert, dass ich diese Gemeinplatz, dass ich diese tendenziöse Bild erwartet war, dass ich das nochmal zurückgebe. Obwohl du als Autor hast du die Möglichkeit, ein differenzierteres Bild
über deine Gesellschaft. Und das versuche ich. Ja, ich denke, es ist dir mit diesem Buch auch absolut gelungen, um jetzt wieder auf das Buch zurückzukommen, also einen Abschluss zu finden. Ich denke, es ist ein differenzierter Blick, ein sehr differenzierter Blick, ein auch schrankenloser Blick auf das Ungarn des sogenannten Gulasch-Kommunismus, ja, also auf die 80er Jahre. Also das hast du damit versucht, das ist dir, du hast eigentlich aus dem Balaton, so könnte man sagen, aus dem Biotop ein Soziotop gemacht. Ah, sehr schön. Oh, ja, also, ich freue mich für diese Sätze. Es ist so, schön, finde ich, ja. Also so ein bisschen könnte man auch sagen, ja, es ist ja Natur, aber die Natur ist bei dir quasi Soziologie. Du musst wirklich eine Rezension schreiben mit diesem Titel. Ja, als soziales Phänomen. Du machst den Balaton zu einem sozialen Phänomen und deswegen ist ja auch verschwunden mit der Wende, ja, weil heute ist ein anderer Balaton oder er ist auch anders bebaut und so weiter. Aber wenn du diesen Satz sagst, das ist verschwunden, das heißt, du möchtest darüber reden. Wenn etwas verschwunden ist und du das erwähnst, weißt du, das ist sprachlich eigentlich schon gedacht, dass du das gerne hättest, dass das doch nicht verschwunden ist. Ja. Ja, also ich hoffe, dass Sie neugierig geworden sind, dieses Buch zu lesen und auch neugierig geworden sind auf die aktuellen Stimmen, auch vielleicht gerade der Frauen, der schreibenden Frauen aus Ungarn. Aber darf man noch Fragen stellen? Ja, davon wollte ich geradezu auffordern. Ja, ich glaube, es geht. Also wenn du da, wenn nein, du wenn es jemand willst, möchte, wenn jemand will, also Fragen sind erlaubt und wir würden jetzt auch öffnen zu den Fragen. Ja. Herzlich willkommen. Ich hätte aber eine Frage. Aber schon natürlich hier in Deutschland, wie wir es ja auch erwähnt, eine sehr große Bedeutung wegen der Urlauber und der besseren Situation, in der sich die Ungarn und Schulen haben, die dort ein bisschen abnehmen, weil sie dann westlichen Touristen aufnehmen konnten. Und eigentlich die anderen, die normalen Touristen der Ungarn, die hatten natürlich wirklich nur wenig, was sie einsetzen konnten. Und die Deutschen, die kamen normalerweise mit einem vollgepackten Auto mit Konserven und haben also kaum Geld dort gelassen, weil sie auch kaum Geld mitnehmen konnten. Die DDR-Mark war ja begrenzt, was sie mit außen hier ausführen konnten, beziehungsweise was sie als Devisen bekamen. Ich sage jetzt mal hier, weil ich der Präsident der Deutschen Ungarischen Gesellschaft in Berlin bin. Und wir haben mit dem Kollegium Ungarn, das ist also ein Kulturinstitut der Ungarn, wie es früher aus Ungarn hieß, Ungarns Kulturinstitut, jetzt hat also Kollegium Ungarn den Namen bekommen in Anlehnung an die alte Geschichte von 1920, als die Ungarn dort dieses Kulturinstitut in der Nähe von der Ruhr-Universität eingerichtet haben. Und da hatten wir also mal auf Anregung des Kulturinstituts eine Aktion gemacht, dass die DDR-Bürger, auch wenn sie wollten, Westler, ihre Erlebnisse dadurch dokumentieren sollten, dass sie Postkarten einreichten. Sehr schön. Ausgestellt worden, war ein großer Erfolg, ich war ein bisschen skeptisch, aber es war ein sehr großer Erfolg, hat dann eine Wanderausstellung gegeben durch das Bundesgebiet. Und das war also sehr authentisch, was die Leute dort zum Teil auch geschrieben haben. Also nicht nur, hier scheint die Sonne und ja, tschüss und wir sehen das doch mal wieder mal, sondern die haben auch zum Teil dadurch eingehend ihre Situation auch geschrieben, trotz DDR-Spionage, die ganzen Karten gezogen haben, wurden natürlich auch gesichtet, wurden auch zum Teil abgefangen. Und insofern also hat es daher auch mal eine Neuauflage gegeben, die dann gar nicht so erfolgreich war. Da sollten nämlich die möglichst auch ehemaligen DDR-Bürger ihre Erlebnisse dadurch dokumentieren, dass sie bestimmte Dinge, die sie mitgenommen haben von Balaton, also irgendwie Gras oder Büchchen oder irgendwelche Sachen, und die wurden dann also ausgeschnitten, das hat komischerweise nicht so angeschlagen, weil leider die Emotionen, die in den Briefen oder in den Postkarten steckte, die waren natürlich dann nicht einfach. Ja. Und ich habe es noch nicht gelesen, das Buch, vielleicht ist an einer Stelle auch etwas gesagt. George Lodge, auch ein anderer Schriftsteller hier in. Hätten wir auch erwähnen können, natürlich. Und auch er mit bei uns und so weiter, der hat also ein sehr schönes Buch geschrieben. Ja, ich weiß und ich kenne, ich habe ihn in Berlin getroffen und es war so, dass
er hat auch mein Buch gelesen und war begeistert und er hat das alles analysiert. Also es ist schon sehr schön. Kann man da sagen, dass da kann man die Romane irgendwie verbinden miteinander? Ja, ja, und wir werden uns jetzt treffen in Wien. Gibt es auch eine Veranstaltung, wo wir uns treffen werden? Also Buch Wien ist nächste Woche und... Also es handelt ja von einem Spitzel, ne, der an Balaton geht. Spionage. Spionage, ne? Ein ostdeutscher oder ostberliner Kriminalkommissar, der zu dieser Sondereinheit gehört. Der Militär hat ja dort Spitze rübergeschickt und die dann also auch alles ausgekutscht hat und sagen, zum Teil minutiös, die Frau X kommt um 10.03 Uhr aus dem Haus heraus, sie geht 150 Meter bis zu einem Konsulat und dann kauft sie, was weiß ich, ein Brot ein und ein von Tomaten und so weiter. So war das akribisch festgehalten, weil man immer glaubte, hinter all diesen Aktivitäten der Ostdeutschen würden, naja, versteckte, geheimnisvolle Dinge passieren, dass sie dann zum Teil Merkmale, dass sie, wenn sie eine Tomate da einbisst, das würde vielleicht ein Westdeutscher oder ein amerikanischer Spitzel dann sehen, ah ja, die hat also dann zu der Uhrzeit eine Tomate gebissen, das ist wirklich eine Geschichte bedeutet. Also das ist, wie gesagt, auch eine sehr schöne Geschichte, weil sie, ich weiß nicht, ob die auf diese Erlebnisse auch eingegangen sind. Nicht in diesem Buch. Maße und die Westdeutschen war es eh egal. Sie sind wieder abgereist und wenn sie eben aus Westdeutschland kamen, hat sie normalerweise nichts zu befürchten, dass sie auch einen Transit kriegen, von Hannover oder von München nach Berlin. Aber wir haben auch noch andere Wortmeldungen. Vielleicht ganz kurz, also, vielleicht können Sie das nachher noch weiter besprechen mit der Autorin. Ja. Vielleicht, wenn ich. Wenn ich wollte nur wissen, ob das auch nein. Nicht so direkt, nicht wirklich. Ja. Aber gut, dass Sie auch dieses sozusagen andere Balaton-Buch aus der ungarischen Literatur, das auch eben diese sozialistische Welt darstellt, nicht wahr? Ja. Ja, ja. Jetzt, Herr, noch eine Wortmeldung. Danke zum einen für Ihre Lesung und auch mir, Silke, Kollegin von Silke. Und zugleich fühlte ich mich da erinnert an meine eigenen Erlebnisse am Balaton. 82 und 85 Jahre. Ah, schön, dieser, sehr schön. Genau in dieser Epoche oder in dieser Zeit und versuchte dann immer Versatzstücke zu finden, wo ich mich in Ihren Erzählungen dann wiederfand. Aber das ist so jetzt eher eine sehr persönliche Erinnerung. Ich wurde hellhörig, als Sie darüber berichteten, dass es durchaus eine Solidarität gab innerhalb des Ostblocks, und zwar eine Solidarität, wenn man so will, im Scheinwerk. Also das heißt, dass alle Gesellschaften die Härte der Transformation spüren, die einen mehr, die einen weniger, aber eben mitunter sehr dramatisch. Also Sie sprachen davon, dass es Arbeitslosigkeit gab und man sich zurechtfinden musste in ein neues System. Und das finde ich durchaus wichtig, dass es auch mal gesagt wird, weil wenn man sich so diese Transformationsliteratur anschaut, also die wissenschaftliche, dann sieht in der Regel die des Positiven. Also das heißt, es ist euphorisch, es ist die letzte Euphorie. Ja, genau. Annäherung an die Europäische Union und man holt auf, aber der Blick auf diejenigen, die auf der Strecke geblieben sind, der kommt da kaum vor oder fast nicht vor in der, oder wenn, dann wird es nur allgemeine Statistik, dass dann die Betriebe geschlossen wurden und aber was das dann für die Person bedeutete und dass es tatsächlich dann eine Erfahrung von vielen und eine grenzüberschreitende Erfahrung war, das kommt nicht vor. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass es diese Solidarität der Gescheiterten tatsächlich ganz schwach war, weil man sich auch in dieser Zeit sehr beschäftigt war und nicht so sehr schaut, was passiert in anderen Ländern oder in Deutschland, dass man dann sagt, uns geht es dann doch noch ein bisschen besser als in Polen, in Tschechien und in Ungarn, weil die ist ja dann doch nochmal vielleicht noch härter bestraft. Das fand ich wirklich zum einen wichtig, aber ich habe auch eine Frage, und zwar sprachen Sie davon, wie wichtig für Sie deutsche Literatur war und nach wie vor ist. Ja. Und da
würde ich gerne Sie fragen, oder vielleicht auch generell für die ungarische Germanistik oder für die ungarische Öffentlichkeit sogar, welche Rolle spielte die DDR-Literatur von 1989, eventuell für Sie oder in Ihrer Umgebung, aber auch vielleicht für die ungarische Öffentlichkeit, oder spielt diese überhaupt eine Rolle? Es spielt eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube, noch zu der anderen Bemerkung mit diesem, ich glaube, heute wird die Wende nochmal recherchiert. Wir hatten eine riesige Tagung mit Historikern, wo ich wegen dieser Honecker-Latschen auch eingeladen war. Und ich habe eingehört in die Diskussion, und heute ist es sehr stark nochmal diskutiert, diese Frage, was wurde privatisiert? Plötzlich waren alles, was ungarisch sozusagen staatlicher Besatz war, für Deutschen und Franzosen verkauft. Und wie man damit umgeht und wie offensiv, also man recherchiert das diplomatisch, also wie offensiv auf die Westen westlicher Kapital war, plötzlich wollten sie alles. Also, und dann haben sie ganz viele Firmen geschlossen und die Gescheiterten hatten keinen Beruf mehr. Und das wird heute nochmal recherchiert, interviewt und Anthropologen gehen zu Arbeitergebieten in Ostungarn, wie sie das Wende, wie die Leute das Wende erlebt haben. Und es gibt einen anderen Diskurs jetzt. Also hinter diesen, das ist die Aufgabe von Soziologen, Anthropologen und Historikern. Und das ist eine sehr spannende Diskussion. Und dann dieses andere, ja, der deutsche Literatur. Also in meiner Kindheit war das sehr wichtig nach der Wende. Deutscher Feuilleton und wurde übersetzt, veröffentlicht. Auch Diskussionen für Konrad Dürr, der auch der Vorsitzende der Akademie der Künste war, waren immer deutsche Autoren präsent. Ich erinnere mich, als ich im Gymnasium war, in der letzten Klasse, dass wir eingeladen waren zu einer Diskussion und ich habe auch deutsche Autoren getroffen. Das war schon, Goethe-Institut war sehr engagiert. Aber das war sozusagen so eine oppositionelle Kultur. Und heute ist es sehr steif. Heute wird viel weniger deutsche Literatur gelesen, alles ist amerikanisiert worden, also englischsprachige Literatur hat fast 90% aller Plätze und dann kommt deutsche und französische und spanische, schon kaum. Und dann, was mich interessiert, rumänische, polnische und andere osteuropäische Literatur, also das, man gibt viel Mühe, aber das wird auch nicht so viel gelesen, vielleicht Tokarczuk jetzt, weil sie den Nobelpreis bekommen hat, aber auch ganz wenig, sehr wenig Rezension. Selbst für Tokarczuk sind die Ungarn nicht interessiert. Aber ich nenne einen Autor, der sehr präsent ist, der Ingo Schulze. Mhm. Auch für mich ein sehr wichtiger Autor, auch DDR, aus der DDR, war befreundet mit Esterházy und alle seine Bücher sind veröffentlicht, sehr gut rezensiert. Und er ist auch eine Persönlichkeit in Ungarn. Also Ingo Schulze würde ich nennen als eine wichtige Persönlichkeit heute, okay, die wirklich oft interviewt wird. Mhm. Und ich finde auch sehr gut, was er sagt. Was er sagt, ist sehr ähnlich, was ich denke, und dann bin ich immer einverstanden mit ihm, weil er auch einen anderen Diskurs öffnen möchte über Ostdeutschen und diese Blasen, also er redet über Blasen, also dass man nicht aus diesen Blasen rausgeht und diese Gedenkfiguren sind immer sehr westlich und ostlich und hier innerhalb Deutschland werden auch die Ostdeutschen auch sehr, sehr oft hegemonisiert und abgeschrieben als Idioten. Also das ist schon. Und das finde ich auch toll. Und er hat jetzt auch einen Roman veröffentlicht, glaube ich, über einen Buchhändler, über einen Nazi, also jemand, der sehr demokratisch gedacht hat, aber dann doch rechts gegangen ist und sehr gut recherchiert, diese Figur. Also alle seine Bücher wurden schon ziemlich gut rezipiert. Mhm. Was ich vermisse, dieser Dialog zwischen ungarischen und deutschen Autoren, die heute nicht mehr da sind, sehr wenige Veranstaltungen stattfinden, selbst Dalos Győr, der viel in Ungarn gewesen ist, kommt weniger, er ist auch etwas älter geworden. Aber früher war das total wichtig, dass man das diskutiert. Und heute, ich glaube, es hat mit Medien auch zu tun, mit diesen ganzen sozialen Medien, Facebook und alles wird irgendwie auch zerstört, diese wirkliche tiefere Diskussionen. Auch die Politik hat einen Satz und man ist schon erledigt, ein Problem ist erledigt mit einem Satz. Also das ist schon. Aber durch Corona werden natürlich mehr Bücher gelesen. Also Corona hat das einzige Gute und Positive bei uns in Ungarn, dass man Bücher angefangen, dass die Leute angefangen haben, Bücher zu lesen. Hm. Ja, okay. Gibt es denn noch weitere Wortmeldungen, Fragen? Ja, wenn das nicht, ja, nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann. Ah, nein. Ach so, doch. Ich wollte fragen, wie weit bei der Motivation ist, auf
aus einem historischen Interesse gekommen, das Buch zu schreiben, oder aus einem noch aktuellen Interesse? Also inwieweit ist der Balaton mag untergegangen sein, aber er muss ja nicht unbedingt verschwunden sein. Ja. Also inwieweit ist er da? Ich glaube, historisch war schon, und ich habe das auch für meinen Vater so ein bisschen geschrieben, weil der immer so viel Mühe gegeben hat, dass wir uns mit Ostdeutschen auch befreunden. Also das ist so ein Erinnerungsbuch, also private, es war eher private Erinnerung, aber dann, als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, das ist doch ein soziologisches, historisches Buch. Ich frage, das ist ein Denkmal, aber vielleicht auch ein Mahnmal mit aktueller Schlagkraft. Ja. Und ich wollte auch über die Natur schreiben, was wir heute nicht erwähnt haben. Haben wir gar nicht, ja. Also ich wollte, weil dieses Balaton ist wirklich verschwunden. Also wenn du heute dorthin gehen würdest, würdest du schockiert sein. Also weil das ist ein Immobilienbusiness. Ich meine nicht, dass du ehrlich bist, ich meine, es ist ja in unserer Erinnerung, ja. Kann es immer noch präsent sein. Oder gerade weil es vielleicht verschwunden ist, als Reales. Die verändert hat, transformiert worden ist, ist vielleicht gerade diese Veränderung eine Motivation, ja. Dass es jetzt präsent sein wird in einem Buch. Deswegen die Frage, ob es auch ein Mahnmal ist, dass uns etwas erinnern soll. Ja. Ich glaube schon. Ja, es ist ja auch deutlich geworden, dass du die Gegenwart eben auch als eine Krisenzeit wahrnimmst, jetzt aktuell, und vielleicht deswegen auch aus diesem Blick auf die aktuelle Krisenzeit eben in eine andere Krisenzeit hineingehst und da vielleicht auch zum einen sehr stark die Schattenseiten ausleuchtet, aber zugleich auch das, was vielleicht damals noch freier und schöner war als heute, ja, wie die Kinder zum Beispiel da einfach sich im Schlamm suhlen konnten, stundenlang weg sein konnten von zu Hause. Keiner hat sich auch nachgefragt, ja, weil sie waren sicher eigentlich, diese Sicherheit, die Kinder sind anders auch groß geworden. Das wird auch deutlich in deinem Text, finde ich. Also, oder auch die Natur, wie naturbelassen der Balaton war, ja, was da für Vögel waren und wie viele, wie die Vegetation, wie reich die Vegetation war und was eben jetzt zu betoniert ist, ja. Also, wo du sozusagen auch in dieser damaligen Krisenzeit auch bewusst auch hineingehst als Erinnerungstext. Ja, also ich glaube, das ist sehr facettenreich. Ich hoffe, dass diese Facetten auch ein bisschen deutlich geworden sind. Und vielen Dank. Noemi. Ja, und ich bedanke mich für die Einladung und zuhören.